Schwarze Rosen von Schmidtspiele ist ein Legespiel, das speziell so konzipiert wurde, dass es von genau einer Person spielbar ist. Zunächst startet man mit dem Grundspiel. Danach aber warten weitere Herausforderungen, die sogenannten Challenges. Das sind aufeinander aufbauende Level, die immer wieder anspruchsvoller werden. Zuallererst wird der Spielplan mit der 1 in der unteren Ecke in die Tischmitte gelegt. Im ersten Spiel werden alle Doppelblättchen, die auf beiden Seiten die gleichen Blumen, alle Doppelblättchen mit Bienen darauf, alle Doppelblättchen mit schwarzen Rosen sowie alle Einzelblättchen und alle Gras- bzw. Blumenmarker aus dem Spiel genommen. Diese finden ihren Einsatz erst in späteren Challenges. Alle restlichen Doppelmarker werden auf ihre Rückseite gedreht und vermischt. Der Spielablauf selbst ist grundsätzlich ganz einfach. Man zieht eines der Plättchen und legt es offen auf den Spielplan. Hierfür müssen allerdings einige Regeln beachtet werden. Das Plättchen muss mit mindestens einer Blume an ein Feld angrenzen, an dem sich bereits eine Blume befindet. Die Blumen darauf dürfen allerdings unterschiedlich sein. Das Plättchen darf hierbei senkrecht oder waagrecht gelegt werden. Hierbei muss natürlich das vorgegebene Raster eingehalten werden. Plättchen dürfen sich niemals überlappen oder aus dem Raster hinausgehen. Somit sind Felder, die bereits belegt sind, natürlich tabu. Ebenfalls gilt das für Plättchen, auf denen eine Biene abgedruckt ist. Es darf nicht auf das Legen verzichtet werden. Heißt also, alle gezogenen Plättchen müssen gelegt werden. Kann man nicht mehr? Endet das Spiel. Das Ziel ist es, möglichst viele Dreierlinien zu bilden. Nachdem man dann keine freien Felder mehr zur Verfügung hat, geht es zur Punktewertung. Für jede Dreierlinie an gleichen Blumen, das dürften auch vier oder mehr sein, gibt es je einen Punkt. Jede Dreierlinie mit weißen oder roten Rosen bringt jeweils zwei Punkte. Die Gesamtsumme kann im Challenge-Heft notiert werden und anschließend geht es weiter mit den kniffligeren Levels. Hier kommen nach und nach weitere Gegenstände zum Einsatz, wie zum Beispiel in Level 2 die Blumenmarker. Die Zusatzaufgabe hier ist es nun, mit jeder dieser Blumen eine Dreierreihe zu bilden. Anschließend legt man den Marker auf die entsprechende Dreierreihe ab. Aber Achtung, jeder Marker, der am Ende der Spielrunde nicht eingesetzt werden konnte, bringt 2 Minuspunkte. Welche Marker bzw. welche weiteren Plättchen wann zum Einsatz kommen, wird im Challenge-Heft ganz genau erklärt.